Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spore. Sollte ich ein wenig heiser sein, dann tut mir das sehr leid. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich am Samstag, also vor 2 Tagen, auf einem Konzert war und das Game ist ziemlich laut. Wo sind wir denn stehen geblieben? Lasst mich mal kurz nachschauen, ich bin ein wenig am Plan. Ich bin auch zum Schluss gekommen, ich werde das Let's Play nicht mehr allzu weit fortführen. Einfach aus 2 Gründen. Erstens, es ist im späteren Spielverlauf, es ist recht schwierig zu kommentieren, da bin ich ganz ehrlich, weil es einfach oft dasselbe ist und weil es oft, es wiederholt sich vieles. Und wenn es größer wird, das Ganze, wenn man das ganze Reich quasi größer aufbaut, hat man auch wirklich öfters mal Quests, wo man dann sagt, okay, ich muss zurück zum Heimatplaneten das und das machen. Deswegen werde ich einfach mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ich denke mal, ich werde vermutlich, je nachdem wie es läuft, die Woche jetzt praktisch noch zu Ende machen, also 3 Parts. Vielleicht auch um etwas längere, vielleicht wird es auch noch länger, ich weiß noch nicht. Dazu habe ich noch nicht wirklich einen Plan. Ich muss jetzt schauen. Aktuelles Ziel, das ich mir erstmal gesteckt habe, ist unseren Feind hier hinten zu vernichten. Dass wir einen Feind vernichtend geschlagen haben, komplett besiegt haben. Und wenn möglich auch noch eins der Dinger aufkaufen. Einfach mal testweise. Gucken, was bei rauskommt und was ist da los. Egal, vergessen wir das. Ich wollte gucken, ob wir irgendwelche Missionen haben. Ich glaube, da sind gerade keine. Das heißt, fliegen wir doch einfach mal hier rein und gucken, ob wir ein paar Quests erledigen können. Vielleicht hier bei Volia. Hallo. Habt ihr irgendwelche Missionen für mich? Ich soll Proben aller Pflanzen und Tiere sammeln. Oh Gott, Hilfe. Das heißt, ich muss mein Ding jetzt ein bisschen aufräumen. Und ich krieg ein Signal. Was los? Hä? Das klingt nach Piraten. Gut, gehen wir unseren Kollegen da unten noch mal kurz helfen. Gehen wir mal Piraten in den Arsch stellen. Ich denke mal, dass Piraten sind. Wir wissen es ja noch nicht. Beeilen wir uns. Wenn, sollten wir feststellen, dass es die netten Herren von den Grox sind, verschwinden wir gleich wieder. Ich bin derzeit dementsprechend auch am Überlegen, was man als zukünftiges Projekt machen könnte, etc. Und irgendwie habe ich gerade Frame Drops. Und ich habe keinen Schimmer, warum. Es tut mir leid, wenn das auffällt, ein bisschen in der Aufnahme. Ich weiß gerade echt nicht, woran das liegt. Ich hoffe, das ist nicht zu extrem. Wir vernichten in der Zwischenzeit mal weiter Piraten. Sterbt! Die! 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 Sehr gut, dann sind da noch 2, wenn ich das richtig sehe. Zwei Gruppen zumindest. Hier hinten. Ja, hier sind welche. Sterbt. Aber ich finde die Piratenschiffe irgendwie episch. Die sehen so dämlich aus. Sehr gut. Successful. Erfolgreich hier unsere Kollegen verteidigt. Und ich glaube, wir haben aus Versehen unseren Verbündeten getroffen. Sorry. Sorry, Bro. Egal, fliegen wir weiter. Wir müssen ja noch unsere Quest hier erledigen. Der Planet liegt im Hypnermia-System. Und wo ist das? Egal, wir fliegen kurz in den Heimatplanet und heilen uns ganz schnell in unser Heimatsystem. Und laden uns auf und so weiter. Das übliche Prinzip. Gewürz verkaufen wir jetzt erstmal keins. Fliegen wir doch einfach mal darüber. Da haben wir es schon. Hypnermia. Planet Vion. Da. Okay, da hat ein Terrascope von 1. Das heißt, es wird schön einfach. Muss gucken, wie viele Plätze haben wir denn. Wir haben noch einen Platz. Das heißt, schauen wir mal. Schmeißen wir alles. Schmeißen wir die eine Gruppe quasi jetzt raus. Moment. Nein, wir haben sogar schon was. Teil davon haben wir sogar schon. Das heißt, ja, okay, wir fangen einfach mal an, eins zu sammeln. Haben damit jetzt auch die hier. Schmeißen die mal raus. Packen erstmal die ein. Jetzt kommen die weg.
Und noch die anderen Pflanzenfresser, die dürfen auch leiden. Die müssen leider auch weichen. Okay, wo sind die letzten? Da ist die letzte Art. Ah, hier direkt unter uns. Und da haben wir sie. Okay. Sind wir nochmal schnell sozial. Und packen noch die letzte Art rein. Aus Versehen gleich zweimal. Gut, kehre zum Planeten Volia zurück. Wenn ich heute ein bisschen verpeilt bin, tut mir leid. Ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind von dem Konzert. Wenn ich euch... What the fuck ist das gerade laut? Heilige Scheiße. Wenn ich euch eine Empfehlung erteilen kann, sollte jemals bei euch in der Nähe Dame ein Konzert geben, nutzt die Gelegenheit. Gebt euch das Ding. Dame hat's richtig drauf. Das Konzert war fucking awesome, das muss ich einfach mal sagen. Hey Bro, wie wär's mit dem Bündnis? Sehr gut, damit haben wir ein Schiff von ihm. Haben einen weiteren Verbündeten. Holen uns von einem anderen Verbündeten ebenfalls ein Schiff. Gucken dann vielleicht, dass wir noch ein paar Plaketten kriegen, dass wir noch einen dritten Verbündeten mit möglichst mitnehmen können. Oh, und der will Orange Gewürz, das merke ich mir doch gleich mal. Schiff? Danke. Habt ihr eine Mission für mich? Blablabla, neue intelligente Spezies. Ich soll einen Bürger bringen, okay. Der Planet Michemon. Im Elni-System. Whatever, da. Ach, im Eine-System, okay. Gut, dann können wir natürlich einen Bürger haben von dem Planeten. Ist kein Problem. Wir haben doch gleich mal einen Blick auf unser Inventar und gucken, wie viel Platz wir da haben. Ah, wir haben noch einen Slot frei gerade. Das ist sogar sehr angenehm. Wir brauchen nur einen. Und auf einmal war das irgendwie ihr größter Wissenschaftler, der gerade dabei war, das die Raumfahrt zu erforschen. Und jetzt können sie es vergessen, jemals wieder hier rauszukommen. Und ich laber Bullshit, aber egal. Was ich vorhin noch sagen wollte. Zunächst denke ich mal, ich werde es noch in einem extra Video ansprechen. Ich bin immer halt am Überlegen, was dann als Ersatzprojekt für Spore kommt. Weil irgendwas muss ich natürlich dann machen. Ist ja klar, es wäre ja irgendwie doof, wenn nicht. Die Minibombe. Weißt du was, die nehmen wir uns doch mal mit. Die kaufen wir uns doch gleich mal. Denn das Ding dürfte recht nützlich werden. Und wisst ihr was? Wir fliegen nochmal kurz in die Heimatbasis, reparieren uns und dann greifen wir nochmal unsere netten Kollegen an. Ich meine, wir haben jetzt eine Bombe, das ist schon mal eine weitere Waffe. Damit sollte sich unter Umständen was reichen lassen. Hoffen wir einfach mal, dass daraus was wird. Fliegen wir hier rüber und runter da. Und ich fange gerade die ganze Zeit an zu reden und höre dann wieder auf. Ich bin schlimm gerade. Das ist nicht gut. Egal, vergessen wir das. Auf zu unseren Freunden. Verkaufen wir ihnen ein wenig orangenes Gewürz hoffentlich. Wäre cool. Komm schon. Please. Ja, ein bisschen was. Ein bisschen was kann man es loswerden. Okay, würde ich sagen, wir machen uns bereit. Und los geht's. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich meine, es ist ja Heimatplanet. Das wird schwierig. Das wird anstrengend, das Intimidando-Reich zu vernichten. Das wird ein hartes Stück Arbeit, denke ich. Komm schon. Okay. Das hat schon mal gut geklappt, soweit. Werfen wir Bomben ab. Das Gute ist, die können wir auch von sehr weit oben abwerfen. Das heißt, wir müssen uns in dem Punkt einfach mal null drauf konzentrieren, ob wir von Geschützen getroffen werden können oder nicht. Deswegen sind Geschütze doch sehr, sehr angenehm. Bomben. Ich glaube gerade schon wieder so eine Scheiße. Ich glaube es jedenfalls, mich erinnern zu können. Okay, nein. Vergessen wir das. Meine Verbündeten werden zerschossen. Und ich auch. Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Hey, die haben keine Geschütze, das ist gut. Dann zerbomben wir sie einfach direkt.
Beziehungsweise feuern die Impulse ab, weil das ging, glaube ich, schneller. Oder ging das schneller? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sehe gerade, um ehrlich zu sein, nicht, was schneller geht. Egal, feuern wir einfach Dauerimpulse. Das funktioniert schon. Zumindest um die Stadt jetzt zu zerstören. Und wenn wir mit dem ganzen Scheiß durch sind, dann können sie zumindest vielleicht weniger Schiffe hier produzieren oder so. Moment. Okay, ich peil's gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Achso, die Stadt hat sich ergeben. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, dann fliegen wir nochmal weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die auch quasi in dem Zustand bleibt. Aber ich würde jetzt gerne, muss ich halt erstmal gucken, was in meiner Heimatwelt los ist und mich natürlich reparieren. Dann, das wäre ungünstig, wenn jetzt parallel irgendwie meine Heimatwelt vernichtet wird. Die haben wir hier hinten. Unbekannter Aggressor werden vermutlich Piraten sein. Ich fliege einfach mal hin, einfach weil ich auch reparieren werde. Sonst würde ich vermutlich nicht vorbeischauen. Das würde ich vermutlich einfach ignorieren gerade. Aber hey. Ein Blick ist es wert. Schauen wir doch mal nach. Wenn es lädt. Ja, das sind Piraten. Piraten sind grau. Vernichten wir sie. Vernichten wir sie einfach gekonnt. Mit so einem richtig schönen Arschtritt. Hier ist noch einer. Fliegen wir einen Ticken höher. What the fuck? Was zur Hölle war das denn jetzt? Und das, finde ich, hätten sie auch besser machen können, dass es ein bisschen mehr abgestimmt ist, wann man von wem eine Nachricht bekommt. Weil wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen nervig, wenn man dann immer von mehreren Leuten gleichzeitig halt zugespammt wird geradezu. Mit irgendwelchen Benachrichtigungen, welche auch immer das jetzt sind. Ist ein bisschen unpraktisch. Egal, erfolgreich den Heimatplanet verteidigt. Verschwinden wir mal kurz und gucken mal, was da jetzt gerade los ist, was die jetzt gerade wollen von mir. Wer wird jetzt wieder bombardiert und wer will Geld haben? Oh. Unsere Analysten meinen, du wärst uns wohlgesinnter, wenn wir dir Geld schenken. Hey, die sind mir doch sympathisch. Die fliegen wir gleich erstmal besuchen. Und wir nur merken, dass sie da hinten irgendwo sind. Was wollen die? Nein, ihr kriegt kein Geld. Ihr kriegt ebenfalls kein Geld. Und ich glaube, damit erklären jetzt beide... Ah, oh, fuck it. Mit denen herrscht Krieg. Loyalitätsverstärkung und eine neue Bombe bekommen, okay. Die brauchen Hilfe und ein Signal gibt's noch. Okay, damit wollen sie alle Krieg, damit haben wir zwei weitere Feinde. Fuck yeah. Ach du Scheiße. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um den ersten unserer Feinde. Und helfen euch jetzt gerade mal nicht. Sorry Leute, ich vernichte sie lieber direkt. Dann kümmern wir uns jetzt um das Intimidando-Reich und dann um die anderen beiden Kollegen, die ja unbedingt meinen, sie müssten Geld von uns verlangen. Spordoller. Die kriegt ihr nicht, Kollegen. Auf keinen Fall. Ihr könnt mich mal ganz gewaltig am Arsch lecken und irgendjemand greift die gerade schon an. Irgendjemand ist hier gerade schon aktiv. Ah, das Troglodi-Reich greift gerade mit an. Das ist sehr gut. Dann schießen wir doch einfach mal ein bisschen. Und hoffen, dass sie sich ergeben. Dann schießen wir doch erstmal die Gebäude kaputt, weil vielleicht ergeben sie sich dann ja schneller oder so. Ich weiß ja nicht. Oh ja, das geht schneller. Glaube ich jedenfalls. Meine Kolonie wird von Piraten geplündert, das ist nicht gut. Und die Stadt haben wir dezent auseinandergenommen, habe ich das Gefühl. Egal. Wir haben ordentlich Geld bekommen mit der Aktion gerade. Ist scheißegal, ob ich gerade Diebstahl von Objekten begehe oder was auch immer. Denn ihr kriegt Arschtritte von mir, das war ganz gewaltig. Wir bomben gerade einfach drauf, wie ihr vielleicht merkt.
Sorry. Oh shit, das war ein Versehen. Sorry, Leute, das war nicht gewollt. Oh crap, wir haben unsere Verbündeten beschossen. Gut, das war die nächste Stadt. Bleiben noch ein paar. Moment, die haben sich ergeben. Dann lassen wir die erstmal bestehen. Vielleicht wird unser automatisches Geschütz an. Ich meine, das kann auch helfen. Und zerstören in der Zwischenzeit mal die Stadt. Und zwar vollkommen. Und holen wieder das Zeug. Das sieht aber sehr erfolgreich aus und bringt uns vor allem fucking viel Geld ein gerade. Das ist doch mal eine geile Zusammenarbeit gerade. Ich krieg zwar alles ab, aber also ich krieg sämtliche, sagen wir mal, nehmen wir es Einnahmen ab. Epirus? Der Ort, der Name sagt mir sogar was. Den Ort gibt's glaube ich sogar wirklich, oder verwechsel ich gerade was? Egal, bombardieren wir nochmal kurz Gera. Ja, egal, das Gewürz ist es gerade wert. Moment, da ist noch ein Schiff, das müssen wir wahrscheinlich noch weghauen. Bevor wir als Gewinner dastehen können. Wo sind die? Wo sind die? What the fuck, bin ich gerade blind? Da! Success! Success! Wir haben die letzte Kolonie in diesem System zur Aufgabe bezogen. Klicke auf den Erobern-Button am oberen Bildschirmrand, wenn du dieses System erobern möchtest. Wenn ich es nicht haben will, dann kann ich das Team weiter bombardieren, aber hey, lass es mich so sagen, es schadet nicht. Deshalb wollen wir es erobern. Spode hat für uns eine Zeit der Prüfung anberaumt. Wir verlassen das System, wenn du das Feuer einstellst. Meins. Success! Wir haben unser erstes System komplett erobert und damit, glaube ich, auch unseren ersten Feind vollständig vernichtet. Das Toglodi-Reich verliert das Interesse an einem Bündnis. Was? Was? Weil wir den Planeten weggeschnappt haben, oder was? Okay, Moment, das interessiert mich gerade. Egal, gucken wir gleich nach. Erstmal kümmern wir uns um Gewürz. Wir können ja sehr gut gelbes Gewürz loswerden. Das gefällt mir natürlich. Aber wir fliegen erstmal raus und ich glaube, wir haben die ein bisschen beschossen aus Versehen. Ist natürlich nicht gut. Aber, wie dem auch sei, wir haben damit erfolgreich das Planeten, das System hier erobert. Die werden noch angegriffen, dann helfen wir ihnen nochmal kurz, da rauszukommen, würde ich sagen. Und hoffen, dass sie wieder zu unseren Verbündeten werden dadurch vielleicht. Und werden dann auch gleich den Part beenden und uns im nächsten Part dann höchstwahrscheinlich... Ach Gott, das sind Piraten. Irgendwo da hinten sind die. Ah, da. Okay, hier haben wir noch eine Gruppe von Leuten und Piraten. Oder nee, es sind ja keine Piraten, das ist das Intimidando-Reich, oder? Nein, es sind Piraten. Warum sind sie so einmal Piraten? Egal, ich will mich nicht beschweren. Piraten sind einfacher. Okay, gut, damit haben wir unseren Verbündeten erfolgreich geholfen. Fliegen noch schnell, beziehungsweise ich beende jetzt gleich den Part, während ich hier rausscrolle und fliege dann schnell zu meiner Plate, heimisch und so weiter. Also ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und es geht hier eigentlich direkt weiter. Bis gleich, tschüss.